Morgen. Ach Gott, mein Tiefbett zusammengeschoben. Es hat die ganze Nacht geregnet bei uns. Es fing gestern Abend schon, ja, so gegen 9 Uhr und ging ziemlich die ganze Nacht durch. Bis heute Morgen um 3:30 oder so. Keine Ahnung. Und wir haben schon 22 Grad. Es ist brutal, wirklich brutal. Ja. Wie schon erwähnt, es ist wohl immer noch ruhig. Es ist gerade Sommerzeit. Ich habe jetzt einen Liebherr-Auftrag. Weiler Bierfeld holen R926 mit 3 Löffeln. Sorry. Aber das ist nicht so tragisch, weil die beiden Tieflöffel kann ich ineinander stellen. Also vom Platz her geht es. Den Grabenräumer kann ich am Bagger lassen. Aber ich werde erst noch tanken fahren müssen. Ab.
keine gleich rückwärts runter kommen, ne? Naja, nächste Mal.
gerade gesehen, ich stehe hier total beschissen. Mit der Kante, mit dem Reifen direkt an der Kante von der Stahlplatte. Jetzt hoffentlich nicht den Reifen kaputt machen. Tonnen.
Vormittag, ich hatte eben im Hof die Walze geladen, ich hatte die Kamera aufgestellt, aber ich weiß nicht, wie lange sie aufgenommen hat. Auf jeden Fall auf jeden Fall habe ich jetzt diese Schafußwalze, lade ich jetzt hier ab. Dann fahre ich wieder nach Hause, lade eine Glattbandage, also eine normale Walze. Und die bringe ich auch hierher. Schönen guten Morgen. Donnerstagmorgen haben wir es. Heute Morgen fahre ich mit meinem Kollegen nach Petersberg. Der Bagger, ich fahre so lang dem sein Auto. Heute Mittag wird ein Bagger da in der Nähe fertig, ein A29, ein Radbagger. Dann fahre ich dann hin, da ist 25 Kilometer weg von dort und den bringe ich dann mit. Entweder bringe ich den mit oder fahre den weiter auf die nächste Baustelle. Wird ein richtig ruhiger Tag heute. Gut, ich weiß nicht, was heute Mittag kommt noch. Gestern habe ich gestern Abend total vergessen. Ich hoffe auch, ich habe deinen Namen richtig behalten. War gestern Mittag bei der Amazon, habe da noch die Walze abgeladen. Ist ein Fahrzeug gekommen. Ich weiß auch nicht mehr genau den Namen. Irgendwas mit Baggerlöffel stand drauf. Weiß ich leider nicht mehr. Wenn ich es richtig behalten habe, war der Niklas bei mir. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig behalten. Ich habe es total vergessen gestern Abend. Wollte ich noch erwähnen. Hat extra angehalten und war bei mir. Und hat
mir halt gesagt, dass er die Videos gerne guckt und so. Vielen, vielen Dank. Freut mich riesig. Ich hoffe, ich habe deinen Namen. Falls ich deinen Namen nicht richtig behalten habe, verzeih mir bitte. Ich bin ein alter Sack. Name und Gedächtnis ist eh nicht mehr so, wie es sein sollte. Gut, morgen Mittag mache ich auch zeitig Feierabend, weil ich noch einkaufen muss fürs Rasenmähen. Ich bin quasi der Chefkoch. Keine Lust. Da gehe ich morgen Mittag noch einkaufen, dass wir übers Wochenende genügend Essen haben. Die Suff ist schon da, beziehungsweise bestellt, die kommt dann auch morgen. Aber Essen holen müssen wir halt selbst. Mittlerweile haben wir 14 Uhr. War hier drin mit meinem Kollegen die ganze Zeit. Er hat gebaggert, ich habe sein Fahrzeug gefahren, habe quasi gekippt. Ja, jetzt fahre ich weiter. 15 Kilometer von hier etwa. Weiß es nicht genau. Steht der A29 von uns. Der ist jetzt gerade eben fertig geworden und den hole ich jetzt. Ja, dass das Ding schreibt, Leuchtmittel gestört. Vierte Mal. So, egal, da fahre ich jetzt mein Ziel. Au. Irgendwo da vorne. Fünfte Mal. Oder ist jetzt was anderes kaputt? Rücklicht ist gestört. Nein. Immer noch dasselbe Rücklicht. Das kriege ich jetzt alle, weiß nicht wie viel Meter angezeigt. So, Zielort. Hier war ich auch schon mal. Ich glaube von dem Lied her aus. Da habe ich eine Manierraupe. Hier auf der Acke gefahren irgendwo. Ich bin schlecht und sie noch. Ich erschrocke alleweil. Ich dachte, der kommt, ich hab's eh geschossen, wie soll. Ich meine, das wird da unten ist. Wenn die Ortsdurchfahrten breiter sind wie die eigentliche Landstraße. So, ich meine, ich muss geradeaus. Ja. Da haben wir hier schon mal was aufgefüllt. Kann auch sein, dass wir hier mal was aufgefüllt haben. So, da vorne rechts, hier irgendwo muss der jetzt der Bagger stehen. Da sind viele LKW-Spuren. Da ist er doch. Da ist er doch. Dass wir das hier alles mitnehmen. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben Freitag.
Tag des Rasenmäherrennen oder Tag des Starts vom Rasenmäherrennen. Ich habe gestern Abend den 21er geholt, den habe ich nicht abgeladen. Ich habe nur die Rüttelplatte und den Räumlöffel. Den habe ich abgeladen, eine Bagge habe ich noch drauf. Und geht halt morgen rüber nach Kaiserslautern. Dann reise mein Imbiss ab. Wie kann man einen Imbiss abreisen? Nee. Danach weiß ich nicht, was Sache ist. Hab keine Ahnung. Nächste Woche wird wohl der 956 und der 490 gefahren. Das weiß ich schon, aber müssen wir abwarten, bis es soweit ist, bevor ich jetzt wieder irgendwas sage. Ja, noch 2 Minuten. Ja. Das wird eine sehr, sehr ruhige Folge hier. Keine Ahnung, was los war vorhin. Hier rechts das graue Gebäude, das weg, das war mal ein Imbiss. Eigentlich ein gutes Imbiss. Ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung, was los ist. Hätte ich mal einschieben müssen. Manchmal geht's an. Aber wenn ich dann irgendwas machen will, filme oder so, und dann geht es aus, dann schreibt die Speicherkarte fehlerhaft. Oder wie gesagt, ich habe 5-6 Speicherkarten dabei, ich habe alle schon versucht. Macht nichts. Ich hatte auch einfach keinen Bock mehr. Vielleicht passt sie sich mir an. Nee, Spaß. Ich habe bei der Amazon hab die Walze geladen. Verläuft. Also, kein Licht geht, nichts. Es wird einfach dumm und sinnlos überholt. Dumm und sinnlos. Ich sorry. Ich bin gerade durch. Und jetzt fahren sie 20 Meter vor mir. Fehlen mir die Worte. Weiß ich echt nicht mehr, was ich sagen soll. Also, ich war dabei. Ich habe die Walze geladen. Die muss jetzt einfach einmal rüber auf die andere Seite. Fahren rüber dauert eigentlich keine fünf Minuten, wenn da nicht so viele Ampel wären. Wenn da nicht so viele Ampeln wären,
gesagt, jetzt muss ich hier erst in die Glasgieberhacke rein, muss mich einchecken. Dann muss ich hier wieder rausfahren und muss dann vorne kurz vor Kaiserslautern in der Hausing, da muss ich dann die Walze reinbringen. Ich muss unbedingt gucken, dass meine Kamera geht wieder. Oder ich muss halt die Kamera tauschen. Eigentlich ist die Kamera am Bett die neuere. Ja, gucken was. Wenn ich die mit dem Handy verbinden will, dann zeigt mir das Handy an, dass die Kamera eingeschaltet wäre. Aber wie gesagt, die ist ja komplett tot. Tut sich gar nichts. Ab und zu geht sie an, aber dann macht sie halt nichts. Oder macht das, macht nicht das, was sie machen soll. Okay, Fahrschule, packe ich den. So. Ist auch extrem wenig los. Sollte hier auch zu sein oder was? Nein, gut. Mach die Kamera aus. Wenn ich später rausfahre. Ich fahre hier rein. Ich weiß nicht, ob bei links, ob man dieses Schleppdach hier links sehen kann. Da muss ich reinfahren, checken. Das Fahrzeug untersucht, ob ich irgendwas Illegales dabei habe. Hier links jetzt. Circa 10 Uhr. Und dann fahre ich hier wieder raus. Aber ich melde mich dann. Bis gleich. So, schon ist er wieder draußen. Ging recht gut. Kannst hier natürlich Pech haben und hast unzählige Fahrzeuge vor dir. Fahren wir hier wieder zurück. Vielleicht. Ich hoffe, dass ich den Weg noch finde dahin. Hier geht es jetzt rechts hoch. Da, falls ich das richtig verstanden habe, dass hier die Baustelle überhaupt ist. Ist jetzt hier rechts runter. Ah ja, da steht alles voll. Da unten steht alles voll, okay. Das Abladen filme ich jetzt auch nicht. Ich habe so wenig filmen können, diese Folge. Machen wir das jetzt auch so. Oh, das ist okay. Ich wollte gerade in meine Halle. Es ist 11 Uhr.
wenig los und dann, wie gesagt, Kamera will nicht. Werde ich jetzt auch noch mal gucken danach. Fahrerkarte raus. Geht's einkaufen. Wie gesagt, wenn ihr das seht, dann ist alles schon über die Bühne. Und wir sind Dreifachsieger. Keine Ahnung. Na, geht ja nicht, weil zwei mehr fahren in derselben Klasse. Komm jetzt noch mein Kram hier ein bisschen weg und dann machen wir Schluss für diese Folge. Wie gesagt, Verladeaufnahmen waren nicht so. Echt, die wird richtig lang. Aber wie gerade eben gesagt, wenn es wirklich so ist, schreibe ich das am Anfang der Folge, schreibe ich das rein. Wenn ihr es euch antun wollt, gerne. Wenn nicht, ist euch keine böse. Ich schon gar nicht. Falls ihr doch bis hierher geschaut habt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet die geschaut haben, ein bisschen Spaß. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Habt Spaß. Hauen rein. Bis dann. Ciao.